Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Wicked hinein zurück bei Let's Play Pokémon Schwert und Schild. Ich habe ein paar, bevor wir weitermachen, habe ich noch ein paar kleine Änderungen durchgeführt. Glurak habe ich jetzt das, ein anderes Item gegeben, und zwar das, und zwar die Schlaubrille, welche Spezialangriff basierende Attacken verstärkt. Also generell alle seine Attacken. Despota, das habt ihr mir wahrscheinlich schon letztes Mal in den Kommentaren geschrieben, aber darauf bin ich dann später selbst gekommen. Nur die Großlinse ist besser, um die Genauigkeit zu erhöhen, denn diese andere Linse, die ich hatte, die erhöht nur die Genauigkeit, wenn er zuerst zuschlägt. Und das Problem ist, Despota ist leider eins der langsameren Pokémon, also ne. Bringt leider nichts in der Situation. Ja, ansonsten bleibt ja alles gleich. Und ja, wenn man abbricht, dann kann man tatsächlich wieder beim selben Rang nochmal weitermachen. Deswegen, ja, man kann dort weitermachen, wo man stehen geblieben ist. So. Dementsprechend machen wir es nochmal wie gehabt. Zuerst Durengard, weil der kann mit seinen Techniken fast jeden Gegner websweepen, wenn er möchte. Danach Despota und zum Schluss Glurak durch seinen Giga Dynamax. Natürlich kann ich jemand anderen auch mit Dynamax einsetzen, aber Gluraks Giga Dynamax macht dann am meisten Sinn. So. Oh, nochmal dieselbe Gegnerin? Mal sehen, wer von Sinn deren Pokémon hat. Und da bekommen wir wieder die Toby Fox Musik. Ah, Gardevoir. Interessanter Anfang, aber auch gut für mich, denn nicht nur durch Geisterattacken, sondern auch durch Stahlattacken habe ich einen Vorteil. Aber ich setze trotzdem zur Sicherheit Königsschild ein, fürs Erste. Um mal zu sehen, was für ein Angriff es einsetzen würde. Bestimmt irgendeine Geistattacke. Oder nein, eine Feenattacke möchte es einsetzen. Na schön, dann wechsle ich gleich auf Eisenschädel. Ich greife physisch an, also sorry, Mädel. Das war wohl nix. Bam! Und weg. Ja, aber für Glurak ist das jetzt schlecht. Gomandutan. Auch ein Psychotyp. Ja, dann nochmal zurück aufs Königsschild setzen, weil vielleicht kommt da wieder eine Attacke, die mir schaden könnte. Oh ja, Erdbeben. Alter, das hätte weh getan. Gut, dass ich hier. Ach ja, stimmt, wegen den. Oh je, das ist aber jetzt auch hart. Wegen dem Normaltypen kann ich ihn mit Geisterattacken nicht treffen. Na gut, das Einzige, was die ersten Hälfte ist Eisenschädel, aber dann kann ich selber eingreifen und wahrscheinlich mein Durengard wegsweepen. Schauen wir mal. Nein, Durengard ist schneller, was? Schaut so aus. Oh, sogar zurückgeschreckt. Alter, habe ich ein Glück. Das heißt, ein weiterer Eisenschädel und bam, du bist raus. Galagladi, okay. Ach, ich liebe das. Dann noch gleich auf Königsschild setzen. Um erstmal so ein bisschen Angriff zu schwächen. Haha, und schon kann Durengard den Gegner wegsweepen wie sonst was. Oh, Spukball? Aber Spezialangriffe sind nicht so sein Gebiet. What the hell? Tja, Dunkelklaue würde da eher Sinn machen. Es sei denn, wie viel Schaden macht es denn? Ja, schon ganz ordentlich. Die Spezialverteidigung sinkt auch ab. Das heißt, wenn es Dunkelklaue nicht gleich killt, ja, war's das. Aber es killt zum Glück gleich.
Das heißt, die Gegner haben auch down. Die Gegnerin. Dafür sind meine Lieblinge und schlapp wenn ich dich dagegen, kommst du nie an. Eigentlich sehen sie für mich eher cool aus. So, zwei Gewinn, zwei weitere Gewinnpunkte. Und wir haben zwei Rang 2 erreicht. Ja, und dafür bekommt man einen Sonnenbonbon. Und weitere drei Gewinnpunkte. Das heißt, wir haben schon mal 7. Gar nicht schlecht. Ich glaube, so ab Runde 8 gibt es dann einen weiteren... Soll es dann, soweit ich meine Recherche richtig liegen, sollte ich bis Runde 8 kommen, um einen altbekannten Trainer zu treffen, um von ihnen eine Ligakarte zu bekommen. Deswegen werde ich darauf anstreben. Oder vielleicht Rang 3, ich weiß es nicht. Deswegen kämpfen wir mal ein bisschen weiter im Einzelkampf. So. Natürlich wieder das mit Durengard anfangen, aber dieses Mal ein bisschen anders. Also jetzt mal Gabalores und Reflex. Hoffentlich passt das so. Und jetzt ein Pokekind. Pikachu-Kostüm wegen allerwohlsten. Okay. Ah, ich liebe aber diese Toby Fox-Musik. Die geht echt voll ins Ohr. Nice Job an Toby Fox an diesem genialen Soundtrack. Aber ich hoffe, er wird nicht zu sehr davon abgelenkt, weiterhin an sein Undertale-Projekt nahezuarbeiten, beziehungsweise an Deltarune, dem aktuellen mehr oder weniger Sequel für die Fans. Ich persönlich bin jetzt kein Undertale-Fan, aber ich kann schon verstehen, warum die Leute so auf Undertale stehen. Weil storytechnisch ist das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Aber ich finde die Gameplay-Aspekte sind nicht so wirklich meins persönlich jedenfalls. Aber die Möglichkeiten, die es bietet, durchaus interessant. Aber trotzdem im Großen und Ganzen nicht meins. Deswegen möchte ich das selber nicht spielen. Alter! Okay, zurückgeschreckt, nice. Okay, dann gleich auf Königsschild setzen nochmal. Damit ich Schaden vermeiden kann jedes Mal. Och nö! Jetzt zwingt es mich praktisch schon zum Wechsel. Der Schild dagegen bringt dagegen auch nichts. Das ist echt gemein. Aber ich greife trotzdem an, oder? Ja! Nice! Wieso nochmal Giftspitzen? Ja, super, wenn ich wechsle, dann werden sie alle vergiftet. Ja, jetzt kommt der Schlagbefehl. Aber ist nicht sehr effektiv. Und durch die Überreste bekomme ich jedes Mal einen Teil der KP wieder zurück. Und jetzt setzt ein Königsschild ein. Jawoll. Zum Glück ist es hier nicht so OP, die Anziehung, weil wenn man an früher denkt, das war schon heftig. Ich meine, weil nicht, dass Toby Fox jetzt von Nintendo eingestellt wird, weil... Oder von der Pokémon Company. Ja, oder doch generell von Nintendo, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er ja schon für Smash Bros. Für das Sans Kostüm. Und greif an. Das heißt, er greift an oder ist er doch stark vor Liebe und macht trotzdem den Formwechsel? Nein, er greift an! Haha, nice! Aber keine schlechte Taktik. Na, was ich sagen wollte, aber... Oh je, Mimikma. Aber so grau!
kann schwierig werden. Weil ein Angriff kann es abblocken. Ach nee. Damit umgeht es auch mein Schild und dann kann ich nicht nochmal einsetzen. Der wird jetzt schief gehen. Taktischen Rückzug. Es wird Zeit für einen taktischen Rückzug. Bei Reflex hätte ich noch eine Attacke umändern müssen. Damit es besser passt. Tja, immerhin wirken die Stacheln nicht bei ihm, da er ein Gifttyp ist. Da wünsche ich mir genau deswegen wegen Bürde. Genau wegen Bürde hätte ich, hätte ich ihn lieber anstelle von Standpauke Toxin beigebracht. Tja. Muss ich wohl damit klarkommen. Matschbombe! Oh je. Verbrennung. Das war klar. Ja. Nice! Glück gehabt! Was? Sag mir nicht, dass es so ein Item hat, um die Vergiftung zu heilen. Nein, es hat selber Überreste. Okay. Na, ich glaube nicht, der ist nur eingestellt worden für, ach komm, das ist viel schneller immer noch. Das gibt's nicht. Ach. Gut, ich kann eine Phantomkraft ja wegstecken. So, und jetzt bitte lass mich angreifen. Bürde wird jetzt doppelt so stark. Yes! Und weg mit Mimikma. War auch schon gefährlich. Ja, aber was Toby Fox betrifft, ja, ich glaube auch, dass er nur für Soundtracks eingestellt worden ist. Und ich glaube, er kann nach wie vor noch an eigenen Spielen arbeiten. Oh, ausgerechnet Rotom. Das ist ein heftiger Gegner. Ich schätze mal, Reflex wird jetzt hier down gehen. Aber das muss wohl sein. Vielleicht kann ich ihm noch einen Standpocket zufügen? Nein. Setzt ebenfalls Bürde ein. Schlau. Welcher Statusschein? Na leider. Bei Durengard hebe ich mir für den Schluss auf. Es hat ja Spezialangriffe drauf. Und dementsprechend ist Kapalos hier genau das Richtige. Auch durch die Weste hat es jetzt bessere Spezialverteidigung, also noch bessere Spezialverteidigung. Gut, Gigasauger. Wenn es ja zuerst angreift, dann kann ich ihm wieder KP abziehen. Ja, ich sag's ja, es hält es gut aus. Da steckt es gut weg. Durch Gigasauger bekomme ich wieder einen guten Teil zurück. Also ich denke mir wirklich, dass... Och nein, der hat Citrobeere, ne? Jupp. Aber das macht nichts. Och nein! Ja, wenn das nicht klappt, dann muss er halt auf sowas setzen. Schade, wäre die Citrobeere nicht gewesen. Hätte ich ihn jetzt wahrscheinlich killen können. Bürde wird jetzt sehr stark. Halte ich trotzdem gut aus.
Und das wär's. Ich habe mich gegen die Paralyse durchgesetzt. Nice one. Mach, das läuft bislang nicht schlecht. Vom Wolf allein wird man eben nicht stärker. So. Ja, natürlich will ich weiterkämpfen. Ich will mein Geld mit Puppenkämpfen verdienen. Okay. Ja, man, das tut man auch, weil man bekommt der Kalb meistens Preisgeld von. Gegnern in normalen Kämpfen. Aber hier nicht. Das ist jetzt schlecht gerade für mich. Für Durengard. Ich weiß nicht, soll ich da. Aber nichts ist wirklich effektiv. Bevor ich jetzt mein Pokémon hops gehen lasse, setze ich lieber Kapalos an. Es wird auch gut den Schaden wegtanken. Es sei denn, der kommt mir mit Scheiß Irrlicht. Oh Mann! Du bist doch nicht zu fassen! Und leider, egal wie gut ich zu den Pokémon stehe, ich glaube, in diesen Kämpfen kann es nicht von selber Statusprobleme aufheben lassen. Na gut, Hydropumpe, vielleicht trifft das ja. Es trifft! Und das ist sogar noch schneller? Überraschend. Ah, aber killt nicht, natürlich. Und es hat noch Zitrupiere! Wow! Ist jetzt physischer Angriff ein? Was? Oh, komm schon, bitte. Gigasauger, ich weiß nicht, ob das killen kann. Natürlich nicht! Arg! Super, gleich mit Flamara den Kürzeren gezogen. So ein Scheiß aber auch. Hätte ich lieber Hydropapa eingesetzt, aber ich habe damit nicht gerechnet, dass das jetzt so aushartet. Vor allem, dass es physisch angreift. Flamara ist doch eigentlich ein Spezialangriff, oder nicht? Scheiß drauf. Muss halt jetzt Reflexes fertig machen. Mit Ladungsstoß. Ist ja zum Glück schneller. Wundert mich, dass Flamara so langsam ist. Barschuft. Okay. Haha. Es kann Aquadüse wahrscheinlich einsetzen, aber es ist mir egal. Ein Ladungsstoß und das Vieh ist weg. Euer Ernst, willst du jetzt meine Zeit vergeuden? Greif doch nochmal an. Uff! Uff! Das ist Boden, ne? Nein, Wasser. Aua, es tut aber weh. Ja, kein Wunder bei einem Crit, ey. Oh nein. Jetzt sogar der Genauigkeit sinkt weh, wenn es nicht trifft. Nein! Du willst mich wohl verarschen! Das Barschuft macht mich jetzt fertig! Was? Nein! Nein! Das darf nicht sein, ey! Du willst mich wohl sowas von der Apple, dann Crit und dann noch sowas! Das war echt mehr als Betrug! Aber sowas von! Scheiße, jetzt verliere ich hier. Und dann werde ich wieder zurück, wird alles wieder zurückgesetzt, oder was? Bleibt keine andere Wahl, ich muss Dynamaxen. Und einen Dynaspuk einsetzen. Der Gegner setzt zum Glück selber kein Dynamax ein. Zeit für mein riesiges Schwert zuzuschlagen. Na los, come on. Na gut. Kill es damit. Yes.
Endlich! So, wer ist der letzte Gegner? Dank der Überreste. Dank der Überreste, danke. Milotic! Oh, shoot! Besten deiner Wall. Aber der Wechsel ist jetzt nicht zu klingen von? Ach komm. Nein, hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich vorher angegriffen. Scheiße, jetzt könnte es mich killen mit einer Hydropumpe. Das darf nicht wahr sein. Oder Siedewasser. Das tut es auch. Oh nein! Da habe ich schon verkackt! Oh! Ich gebe nicht auf, verdammt, aber das ist echt beschissen! Oh, kann ich dort weitermachen, wo ich aufgehört habe? Boah, ich wünschte, ich könnte nochmal gegen denselben Gegner antreten, weil ich habe da wirklich nur durch Betrug verloren. Ernsthaft, ich hätte mit Riffex eigentlich die Gegner wegsweepen müssen. Aber nein, das Barschuft betrügt einfach nur. Crit. Die Genauigkeit absenken und Riffex trifft einfach nicht. What the fuck? Das lasse ich mir nicht bieten, ey. Aber wahrscheinlich trete ich jetzt wieder gegen jemand anderen an. Natürlich. Zeig dir, was ich so alles gelernt habe. Warum darf ich keine Revanche abhalten gegen denselben Gegner? Das ist echt gemein. Na gut, hier bin ich wenigstens wieder im Vorteil. Gegen ein Psycho. Gut, erstmal das Königsschild. Ich hoffe, der greift dieses Mal an. Dass er nicht irgendwelchen Status scheint. Setzt selber schon Schild ein. What the hell? Oh gut, das wird nicht nochmal gelingen. Gut, dann greife ich halt jetzt an. Mir egal. Ei. Kosmikkraft. Ah, das hat auch Überreste, hä? Nicht schlecht. Aber nicht gut genug. Ach! Ja, mit Schutzschild. Gut, ist nochmal seine KP. Wahrscheinlich wird jetzt der nächste Angriff nicht killen. Oder? Come on. Durengard, ich glaube an dich. Jawohl! Sehr schön. Oh, Flitiamo. Alter, setzen die immer Monotype ein oder was? Weil der setzt noch ein Psycho-Pokémon ein. Natürlich Psycho-Flug, aber trotzdem immer noch ein Psycho. Soll ich wieder auf Königsschild setzen oder gleich angreifen? Ach, ich gehe jetzt wieder ein bisschen taktisch vor zur Sicherheit. Das hier sind Competitive-Kämpfe und da muss, die muss man schon ernst nehmen. Na gut, also eine Niederlage macht gar nichts. Man kann immer noch auf denselben Rang nochmal versuchen. Man braucht nur zwei Kämpfe, um im Rang aufzusteigen. Och nein, der gibt mir den scheiß heiß Orb. Hätte ich das vorher gewusst. Wieso nimmt er mir den heiß Orb wieder weg? Super, und jetzt ist meine Angriffskraft abgesenkt. Damit kill ich es leider auch nicht. Und natürlich hat er auch Überreste. Ganz klar. Das stimmt ja, das sind meine Überreste, die er jetzt hat. Come on. Oh nein. Lass den scheiß Schutzschild. Oh, diese nervtötenden Schutzschilder. Die nützen ihn jetzt auch was, weil er hat mir meine Überreste weggenommen.
Hä? Was? Gib mir aber wieder die Überreste. Was soll das? Bist du blöd? Damit fändest du, dass ich K.O. gehe. Durch Feuer. Durch Verbrennung. Ja, dein Pech. So, was kommt jetzt? Flampivian. Oh! Hm. Okay, immerhin kein weiterer Psycho. Hm. Königsschild, komm. Überreste verhindern wenigstens, dass ich jetzt durch das Feuer noch weiter abgeschwächt werde. Ha! Das ist ja Typ Feuer-Eis, ne? Hm. Eisenschädel. Nein, wenn's Feuer. Oh shit. Wenn's Feuereis wäre, dann wäre Eisenschädel nur normal effektiv. Weiß ich gerade nicht, welchen Typ es hat hier. Ah ja. Die verdammte Verbrennung. Tja, das war's mit mir. Selbst wenn ich es mit Königsschild nochmal abschwäche, ich werde trotzdem garantiert gekillt. Oder Trance-Modus. Jetzt hat das Typ Feuer Eis. Hm. Kann wahrscheinlich nicht treffen. Ja. Was? Ich konnte ausweichen! Brat, nein, oder? Die Attacke ging daneben! Dann lerne ich eben noch mehr und irgendwann wiederholen wir den Test. Nice, Durengard! Jawoll! Ein weiteres Sonnenbonbon. Kann ich eh gebrauchen. Weil meine beiden anderen Pokémon müssen noch zu den anderen ein bisschen aufschließen. Moment mal, wie viel EP haben die gerade? Jetzt gar nicht überprüft. Ja, höchstens bei Durengard lohnt sich das jetzt. Mache ich das auch so. Hm. Ja, okay, bestreiten wir noch einen Kampf. Sehr schön. So sieht's auch gut aus. Ah ja, fast vergessen bei Reflex. Bevor wir weitermachen, muss ich noch, ihm Toxin beibringt. Das muss ich ja haben als TM, ne? Toxin, Toxin. Zeig mir mal. Zeig mal. Nein, was? Ich hab die Attacke nicht. Ist es euer verdammter Ernst? Ich habe Toxin nicht? What? Ist doch nicht euer Ernst! Nee. Entschuldige mich mal kurz. So, da bin ich wieder. Reflex hat jetzt Toxin drauf, weil ich muss nochmal zum Pokémon Center, um in der Attacke dort in der Attacke dort beibringen zu lassen durch den Attackenerinnerer. Aber gut. Und jetzt kann es weitergehen. Zeit, einen weiteren Kampf auf Rang 3 zu bestreiten. So. Nochmal Durengard am Anfang. Hm. Danach Glurak und dann Galagalopper. Soll auch mal zeigen, was es drauf hat.
Und ein weiterer Angestellter. Ich halte mich nicht zurück, auch wenn ich nur ein Kind ist. Ich bin auch mehr als ein Kind. Ich bin der fucking Champ. Inteleon. Oh Mann. Natürlich die Vollstufe des Wasserstarters. Ein bisschen dürr sieht er schon aus. Oh gut, das soll Wasser werden. Aber irgendwie auch so ein Geheimagent-mäßig. Was für Taktiken wird er dort jetzt vorgehen? So, mit ihm. Natürlich Geistattacke. Dunkelklaue. Ja. Den schießt er mit seiner Fingerpistole ab. Ja, das werde ich leider verlieren. Schaffe ich nicht. Hätte ich Griffix ins Team nehmen sollen, hätte ich das vorher gewusst. Hoffe, es setzt nicht noch mehr Wasser-Pokémon ein. Das könnte zu einem Problem werden. Blöd. Galoppa wäre auch sehr anfällig dagegen. Niemand hat eine sehr effektive Attacke. Aber ich wechsle mal zu Galoppa. Wenn er jetzt mit Spukball meinen Galoppa instant killen würde, dann hätte ich Fokusgurt, damit es das noch aushält. What the hell, tatsächlich? Und das, obwohl es nicht Step ist, oder? Komm schon. Bitte. Setz Psycho-Klinge ein. Nein! Tyrion ist wieder schneller. Alter, das ist doch nicht zu fassen. Sag mir nicht, der wirkt jetzt mein Team wegsweepen damit. Das darf nicht wahr sein. Das ist nicht Step und der Typ ist trotzdem so heftig. Na schön, dann setze ich auf Giga Dynamax in Kombination mit deiner Düse. Das wäre es noch, weil jetzt mein Giga Dynamax Jörg auch noch schlagen würde mit irgendwelchen gemeinen Attacken. So mit seiner Wasserattacke. Mann, was ist denn mit den Vieh los? Das one-hittet ja alle! Nein, der besiegt mich mit seinem Inteleon. Nein! Das darf nicht wahr sein. Alleine damit besiegt er mich. Die Überreste werden da nicht viel machen können. Ich kann nicht noch ein weiteres Mal Königsschild einsetzen. Häufiger Ansatz schlägt fehl. Ich glaub's nicht. Der besiegt mich mit seinem Inteleon. Der hat alle weggesweept mit heftigen Attacken. Wie stark ist das Vieh? Super, dass es ausgerechnet mit einer Niederlage enden muss. Der Part hier. Ich hoffe, ihr könnt mir das vergeben und seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei und könnt auch einen Daumen nach oben hinterlassen und auch einen Kommentar. Ein freundliches und seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush wurde weg hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwert und Schild. Also auf Wiedersehen und tschüssele.